Mensch, und keiner sagt was, was wir tun sollen. Also, dann würde ich sagen, bringen wir die Wagen für die Kohle hier mal rauf und dann befüllen. Also, dann fahren wir die ganze Strecke mal retour. Wobei, ich werde es erstmal speichern. Und schauen, ob wir heile nach unten kommen. Das wird jetzt spannend. Also, die ganze Strecke sind wir noch gar nicht gefahren. Ist die Handbremse angezogen? Tatsache. Ich wundere mich schon, warum die so schlecht wegfährt. Gut, das tut sie auch manchmal so. Gut, die ganze Bergstrecke runter. Das wird die längste Strecke werden. Oder nee, es ist die längste. Also erstmal noch bei der Brücke da ganz unten gewesen sind, hatte ich die Streckenlänge von 15,6 Kilometern ungefähr. Und hier Piano runter. Oh, das wären ziemlich lange Fahrten hier. Goti, Servus, schön, dass du da bist. Also theoretisch müsste ich ja nicht einmal Gas geben, wenn wir hier durchgehend ein Gefälle haben. Jetzt kann man wieder die Strecke bewundern. Grundsätzlich würde ich sagen, ist sie gelungen. Vor allem auf die Kurve da bin ich sehr stolz. Wir werden ja garantiert wieder diese Mikrowuckler kriegen, wenn wir dann mit dem Güterwagen hier hochdonnen. Ich würde sagen, so 5 oder 6 Wagen werden wir kaufen. Geld haben wir ja. Und ziehen die da hoch. Sollte kein Problem sein. Ich meine, da könnte man so richtig fette Zugverbände hier machen für die Strecke. Aber das wird die Performance von dem Spiel nicht zulassen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Hey, danke dir. Es hat ein paar Stunden jetzt gebraucht. Also, ich weiß nicht, wie lange ich jetzt schon insgesamt da dran baue. Also, an dem Abschnitt. Also von zweiter Bergstrecke anfangen bis hier oben, aber ich glaube, das waren sicherlich jetzt so 8 Stunden. Wie weit bist du schon mit deiner Strecke? Alles angeschlossen? Oder bist auch noch dabei, zu den Minen raufzukommen? So, bei dem Abschnitt soll es eigentlich keine Probleme haben. Na, den sind wir ja schon mal Test gefahren. Wenn wir dann bei der zweiten Bergstrecke die Weiche umlegen, wenn wir nochmal hier Holz nachlegen,
sonst geht uns der Dampf aus. Ja, das stimmt. Das ist dann ein echter schöner Moment, wenn dann die Strecke fertig ist. Da kann man endlich mal ein bisschen genießen. Ich meine, oben muss ich halt noch diesen Frachtbahnhof bauen. Ich weiß nicht, ob ich das noch in diesem Stream machen werde. Das ist dann das nächste Projekt. Und dann 5 Millionen Mal hier hochfahren, damit die Mine voll ist, und dann irgendwann geht's dann weiter zum nächsten Punkt. Das wird dann Raffinerie und Co., aber die Strecken zu bauen sind dann nicht so herausfordernd wie das hier. Hab neulich gerade neu angefangen und die ersten beiden Strecken fertig. Okay. Wieso hast du neu angefangen? Waren die Anfänge so schlimm? Wir haben heute übrigens einen offenen Stream, soll heißen, man kann auf den Server rauf und mit mir mitfahren, also jetzt wird sich dann gerade anbieten, wenn wir dann hier mit dem Güterzug hier rauffahren. Halt, stimmt, der Lässe hast, ne? Ich weiß, das ist aber Discord und ein halbwegs gutes Mikrofon, wenn du reden möchtest. Ansonsten bist du einfach nur stumm mit dabei und hörst mich über den Stream. Ah, ja, hier. Die Stelle des Todes, wo es uns immer rausgeschmissen hat. Ah, ich vergesse den Timer zu stellen. So, jetzt läuft er. Wasser könnten wir dann auch mal nachfüllen, wenn wir unten sind. Ah, oh, der Baum da. Und der da. Den tun wir gerade mal weg. Nö, 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 nö. So, wenn wir schon mal stehen, können wir es jetzt gerade jetzt machen. Dann haben wir mal wieder Holz. Weiter geht's. Ja, Rui, hast du auch gekauft. Coole Sache. Ja, so überlegst du ja. Und wenn du sagst, ja, willst du jetzt dann mitfahren, dann schreibe ich dich an und sag dir, wie du dann auf den Server raufkommst. Könnte ich dich eh gerade beim Frachtdepot abholen, wenn ich da die Wagen kaufe. Da muss ich ja sowieso hin. Ja, nix da, die armen Bäume. Die bringen dich nur zu den Gleisen. Ich bin eh schon sparsam, was das Baumfällen betrifft. Da gibt ja Kandidaten, die tun ja da bei ihren Depots ja alles weg. So, ich glaube, da hinten ist dann der Anschluss. Oder? Ne, ist noch ein bisschen. Mensch, die Strecke ist länger als gedacht, ne?
Oh, da ist der nächste Baum. Anhalten bitte. Ich bin mir ziemlich sicher, manche Bäume sind dann auf einem anderen Standort. Das hätte ich doch garantiert weggemacht. Okay, weiter geht's. Alles klar. Du musst dann schon mal... Oh, das ist der nächste Baum. Die Donut-Region auf die Schweiz einstellen. Gibt es, glaube ich, nur Schweiz als Auswahl, ohne Untersachen. Und dann gebe ich dir gleich mal eine Message. Also beziehungsweise... Der Server selber heißt Bravo allein und das Passwort schreibe ich dir dann, wenn du soweit bist. Wird dann mal Feldtest. Bevor ich aber nochmal speichern. So toll wie das Spiel läuft, gibt es natürlich ganz gute Chancen, dass es abschmiert. Der Baum da ist grenzwertig. Aber den lassen wir mal. Er ist auch noch grenzwertig. Oh oh. Wie schwankst du da so? So, da ist der Anschluss. Da müssen wir die Weiche umlegen. Du. So, weiter geht's. Eigentlich könnte man gerade den hier machen. Dann wäre es richtig. Es könnte noch sein, dass wir mal hochfahren, dass es beim Hochfahren beim letzten Bauabschnitt irgendwo rausschmeißt. Ab und zu ist es mit dem Glitch richtungsabhängig. Wollen wir mal gerade die Abkürzung nehmen? So, und weil ich gerade dabei bin, der kommt auch weg. Und der auch. Haben wir sonst noch keine Daten? Nee. Sollte vielleicht die Lok, die ich gerade daneben parken. Da hatte ich jetzt noch Glück. Ah, die zwei auch gerade. Bin ich gerade so im Flow. So. Okay, Spiel und Discord läuft. Lass mich mal schnell wohin fahren, wo es gerade ist. Du kannst mir in Twitch schon mal eine private Nachricht schicken mit deinem Discord-Namen, wenn du möchtest. So. Weil ich kann es gerade schnell zur Weiche da hinten hinfahren. Muss ich nicht so weit laufen. Okay. Perfekt.
Nochmal speichern, bevor es anfängt. Ich schaue jetzt mal für die ganze Sache nochmal den Pause-Screen rein, während ich schaue mal, dass der Roti da reinkommt. Und dann geht's gleich weiter. Bis gleich. Lass dich jetzt von mir nicht da irgendwie aus der Dings bringen. Ich sehe gerade, du bist viel zu laut. Ja, ich muss dich mal runterstellen. Kannst du mal durchgehend irgendwas sagen, bitte? Ja, klar. Ich kann dir was erzählen. Ich komme aus Hamburg, 48, Familie, zwei Kinder. bin im Einzelhandel tätig, bin aber auch noch gerade halbwegs krankgeschrieben. Ja, was reicht schon? Ja, das ist, glaube ich, jetzt vom Ton her okay. Also im Chat gerne bestätigen, aber ich denke, das passt jetzt. Jo, also du bist noch am Versuchen und ich fahre währenddessen mal in deine Richtung. Also wie viele Stunden hast du schon versenkt ins Spiel? Oha, gute Frage. Ich denke, gute 20 bestimmt, 20, 30. Also ich hatte erst angefangen. Hatte ich da so ein bisschen reingefuchst. Man braucht ja schon mal ein paar Stunden, um erstmal mit dem Verlegen der Gleise irgendwie so einigermaßen happy zu sein. Hatte mich dann zum Holzfällerlager oben und auch zum Sägewerk durchgearbeitet und so. Das ging auch, aber ich war da halt nicht zufrieden mit. Und dann habe ich nochmal von vorne angefangen. Hab den Weg direkt von der Startposition erstmal zum Sägewerk gelegt und vom Sägewerk dann zum Holzfällerlager. Mal einen ganz anderen Weg gegangen, das fand ich viel besser. Ja, ist zumindest vom initialen Streckenweg ein bisschen einfacher als wie bis zum Holzfällerlager. Ja. Ich werde ich doch noch mal einen Tick leiser machen. Also was sagt der Chat? Versteht sie ihn soweit gut? Ist er nicht zu laut? Test. Den Blödsinn, den ich erzähle. Oh shit, da ist die Weiche falsch. Ihr seht jetzt fast ein Desaster gegeben. Einmal nicht aufpassen. Oh, heute habe ich einen sehr kommunikativen Chat. Ui, Mensch, Toni ist super. Perfekt. Dann bin ich da schon erleichtert. Was macht die Front bei dir? Bin am Arbeiten. Ich hoffe, ich hab's gleich. Kurz bevor du joinst, sag mal Bescheid, dann bleib ich stehen. Weil ich hab die Beobachtung gemacht, dass wenn man steht und nicht fährt und niemand joint, dann tut sich derjenige da beim Warten leichter. Okay. Ja, ich habe ja zusammen habe ich ja noch überhaupt nicht gespielt. Das ist ja jetzt komplett alles spontan irgendwie. Naja, bis jetzt zweimal gemacht mit Freunden. Jetzt außerhalb vom Stream. Es ging so semi gut. Okay. So, ich starte jetzt nochmal. Guck mal, dass es jetzt geklappt hat mit der Ummeldung auf die Schweiz quasi. Ja, also denke ich, Steam nicht wirklich interessieren, was du an der Download-Region einstellst. Es ist nur
für Railroads Online, für Serverfinder wichtig. Ist das hier richtig? Ich glaube nicht. Oder doch? Ne, ist nicht richtig. Und du schaust seit heute den Stream oder schon vorher mal ein bisschen reingeschaut? Ne, den Stream tatsächlich seit heute erst. Ich hatte mir ein, zwei, drei YouTube-Videos von dir angeguckt. Ah, coole Sache. Wo ich dann auch gestartet bin und habe dann natürlich bei YouTube mal rumgeforstet irgendwie, was man da vielleicht sich noch an Tipps oder so holen kann und bin da auch bei dir hängen geblieben. Ja, freut mich. Ich hab's gesehen, dass ich mit Railroads Online angefangen habe. Da sind dann einige Leute gekommen. Ja, also, ich hatte auch irgendwie so einen, ich glaube, amerikanischen oder so Streamer geguckt, der auch so verschiedene Sachen gemacht hat, aber halt auch so ganz klein. Und bei Railroads ist bei ihm das dann auch irgendwie da durch die Decke gegangen, plötzlich, dass alle da irgendwie geguckt haben. Ja, war halt irgendwie so jetzt überrascht gesetzt, weil das haben sich jetzt so viele gewünscht. So ein Eisenbahnsimulator mit Wirtschaft drin und zum selber bauen und dann noch, der gut aussieht. Ja. Aber der Dämpfer kam dann ganz schnell, als man dann halt kein Tutorial hatte. Also da sind dann einige wieder abgesprungen. Ja. Aus Frust. Ja. Also hätte ich auch fast gemacht. Ich habe mir dann Tutorial-Videos angeschaut und dann ging es dann soweit. Ich kann mich nicht erinnern, das Allerschlimmste am Anfang war das Kuppeln. Ich habe gedacht, ich wäre wahnsinnig, dass ich die Wagen nicht zusammenkriege. Ja, ich habe am Anfang ein, zwei Mal probiert, das zu machen und da stand ich, glaube ich, zu dicht dran und da kriegt man dann dieses Zwischenstück da irgendwie nicht gesetzt. Ja, ja, den Fehler habe ich auch Seite. Gemacht. Aber das muss ja halt mal sagen, dass du da irgendwie Abstand brauchst. Ja. So, jetzt bin ich dann fast da. So, neu starten. Er hatte das jetzt irgendwie nochmal wieder auf Deutsch gesetzt. Also die Sprache kannst du auch auf Deutsch lassen. Es geht nur um die Donut-Region. Nee, der hat Steam hat er irgendwie nochmal rumgezickt hier irgendwie. So, Steam steht jetzt noch auf Schweiz. Dann starte ich das jetzt nochmal und dann gucken wir mal. Wird schon schief gehen. Also dann gehörst du erst ein bisschen zu der Schimpau-Liga. Naja, echt wirklich, also ich habe selbst halt noch wenig gespielt und hab da aber eigentlich total Lust drauf, weil weißt du, die Stunden, die ich da versenkt habe, die haben echt Spaß gemacht. Also wenn man so wirklich irgendwas sich selbst erarbeitet, da rumflucht und nachher dann doch irgendwie ein Ergebnis hinkriegt, wo man dann happy mit ist, das bringt dann halt doch Spaß, ne? Man hat sich irgendwie selbst was erarbeitet, man nutzt das nicht einfach irgendwie so gegeben aus, sondern muss halt sich erstmal investieren, ne? Ja, absolut. Ich meine, man flucht sehr viel, man braucht Schweiß und Nerven, aber dann, wenn es fertig ist, das ist ein schöner Moment. Umso schöner. Ja, bei mir wäre es auch gar nicht in Frage gekommen, irgendwie zu cheaten oder so. Ich will mir das alles erarbeiten, also gerade geldtechnisch. Ja. Das hat dann das, ganz anderen Wert, wenn man es erarbeitet hat. Das fand ich bei ein paar YouTubern ein bisschen doof. Ich glaube, das war schon 3-4 Tage, nachdem das Spiel draußen war. Und dann gab es schon Videos mit allen Logs drauf. Das wäre unmöglich ohne Cheats. Da habe ich dann auch keinen Spaß dran. Weißt du, ich habe es nicht eilig. Ich will da Spaß dran haben und mir das halt selbst irgendwie erarbeiten. Ja, eh. Oh, das sieht jetzt schon, glaube ich, da ist er noch.
Also ich bin jetzt am Frachtdepot und laufe draußen rum. Jetzt musst du noch... Ja, ich muss jetzt nur noch das Passwort eingeben. Da hinten, liebe Leute, ist übrigens die Demoschiene. Da sparen die ganzen Fahrzeuge, wenn man sich im Fahrzeugemenü anschaut. Jetzt muss ich mal kurz gucken, ob ich mich da selber sehe, wenn ich da jetzt mal reingehe. Nö, der spannt mich hier hin. Okay, gehen wir wieder raus. Er will mich da irgendwie so nicht reinlassen. Passwort kann ich eingeben. Ist das nicht bei vielen Spielen, wenn man was baut, sich freut, wenn das Projekt fertig ist? Ja, grundsätzlich schon, ja. Aber hier bei dem Spiel noch ein bisschen mehr, weil das Frustlevel sehr hoch ist. Lässt du dich nicht rein? Ah, jetzt. Jetzt hat er. Okay. Jetzt bin ich immer gespannt. Ja, es ist ja auch noch die ganz Anfangsversion, ne? Das darf man ja auch mal nicht vergessen. Und ich hatte da auch irgendwie so ein Teil bei meinem ersten Streckenlayout und an der Sägemühle. Da hatte ich dann irgendwie einen Teil, ich habe nicht gesehen, wo da das Problem ist, da sind mir die Anhänger mal entgleist, ne? Und das wieder aufsetzen, und das ist ja auch immer die Qual, jedenfalls war es das bei mir. Ich habe es irgendwie nicht so wirklich gut hingekriegt. Ja, also das Tool zum Aufgleisen haben sie jetzt ja komplett verbessert. Das soll jetzt wesentlich besser gehen, aber das hatte ich auch schon, dass wenn du es aufgleisen wolltest, dann hat das halt irgendwie hingeschmissen. Ja. Und dann gerade wieder runter. Also ich sehe dich bei mir schon. Aber ich glaube, du bei hast mir noch den Ladebildschirm. So ein bisschen komische Geräusche und die Schnecke unten läuft nicht wirklich. Oh, jetzt ein bisschen mehr Spannung. Hoffentlich schmiert es jetzt hier nicht ab. Das wäre zumindest ein Standbild, aber ein Bild schon mal. Jetzt. Oh, du bewegst dich. Wahnsinn. Servus. Cool. Moin. Moin, moin. Ja, dann kann ich jetzt die Wagen kaufen. Bei dem Gleis würde ich jetzt mal weggehen. Und auch vielleicht von dem da. Fahrzeuge. Siehst du eigentlich, wie hier hinten auf dem anderen Gleis die Sachen spawnen? Im Moment noch nicht. Also ich meine jetzt das Gleis hinterm Depot. Das, was so quasi das Vorschaugleis ist. Hinterm Wasserturm. Hinterm Wasserturm? Ja. Das Gleis, was hier quer liegt? Ja. Siehst du da die Sachen? Da müsste jetzt ein Wagen stehen. Nee. Okay, dann sehe nur ich das. Okay, Iron Ore und Coal. Wie stellen. Eimer. Wagen Nummer 1. Nummer 2. Die sind so arschteuer, die Dinger. 3. Ja, zumindest die Wagen kann ich schon mal sehen. Wie viel Geld habe ich jetzt noch? 4000. Okay, dann können wir gerade nochmal 2. Okay. Wie sieht denn das aus jetzt? Ich habe ja auch hier gerade noch ein Kapital.
Kann ich das dann hier auch einfließen lassen quasi? Weißt du das, wie das geregelt ich wird? Glaub, da muss, ich glaube, Geld kriegt immer der, der entlädt. Und ich weiß noch nicht, wie das mit der Company hier funktioniert. Das habe ich bis jetzt noch nie gebraucht. Ich denke jetzt, für jetzt ist es eh egal. Wir wollen jetzt sowieso erstmal zur Mine raufbringen. Ja. Da gibt es noch gar kein Geld zu verdienen. Bist du mit der Eureka schon gefahren? Nee. Gut, dann darfst du hinten die Kupplung vorbereiten und mit der Eureka hierher fahren. Und ich werde dann ankuppeln. Ah, da hinten steht sie, ne? Ja. Jo. Hier die Kupplung müssen wir noch vorbereiten. Auch hier. Ich glaube, das sollte eigentlich schon ganz. Ja, allerdings. Ist die schönste, würde ich sagen, in dem Spiel. Jo, bin bereit. Kannst kommen. Das ist surreal. Wenn jetzt mal die Lok kommt, man fährt selber nicht. Aber es leckt nicht. Oh cool, pfeife ich auch. Kupplung hast du hinten vorbereitet, oder? Nee, habe ich noch nicht. Ich bin gerade dabei, dass die Bremse hier nicht anzeigt. Jetzt plötzlich. Das war irgendwie skurril gerade. Gut. Kannst ranfahren. Deo. 5, 4, 3, 2, 1. Ist gut. Gut. Kannst weiter nach hinten. Wir haben kaum noch Wassertemperatur und Feuer. Ja, dann leg nach. Ja. Beziehungsweise, wenn wir hier hinten sind, können wir gerade den Wasserturm nutzen. Ist gut, stopp. Passt, ist dran. Fürs Wasser, wenn wir hier aufmachen. Kannst du langsam nach vorne? Ja, warte, ich schmeiß gerade Holz nach. Haben wir hier 2, 4, 5, einen müssen wir noch kaufen. Ja, Fuel hat er genommen, super. Ist noch ein bisschen nach hinten, ne? Na, nach vorne. Nach vorne? Ja, so 1,5 Meter ungefähr. Pill noch. Gut. Nö, weiter noch, weiter. Noch ein bisschen? Ja, aber bald schau ich mal, bis. Ist gut. Ach, das. Na, die Bremse ist bei mir ein bisschen ruckelig irgendwie in der Handhabe. Okay. Dann wünsche ich da schon mal viel Spaß auf der Bergstrecke. Schön. Füllt das Wasser bei dir? Water Level, was geht denn da rein? 4151 hat er jetzt schon. Ich glaube, es sind 5000. Das dauert jetzt ein bisschen. Aber solange nach oben geht, ist gut. Ja, ich glaub's. Sechs haben wir. Also wenn sich bei 5000 nichts mehr tut, dann ist sie wirklich voll. Jo, 5. Ja, passt. Dann hier wieder nach oben.
Cool. Dann werde ich jetzt noch ein... Wieso geht das jetzt nicht zu? Ah, jetzt. Okay, dann kannst du das Gleis erstmal wieder frei machen, grafisch nach dem Wagen, und dann kannst du auf das Gleis wieder retour fahren. Ich glaube, Bremsen sind gelöst. Ja, sind gelöst. Komplett rausfahren? Ich schau mal, ob ich schon kaufen kann. Fahrzeuge. Wo ist jetzt? Ah, kannst du wieder retour. Das hat gereicht. Ah, wobei. Da ist jetzt die Kupplung. Ah, na, da habe ich die Kupplung vorbereitet. Gut. Also so die 50 Bremse Meter hast du stark noch. Ab. Ja, der hat eine relativ gute Bremse. Ja, es ist nur ein bisschen, wie gesagt, verzögert, hakelig irgendwie. Deswegen ist es ein... Stopp. Perfekt. Gut. Dann kannst du jetzt mal ganz rausfahren. Weil das müssen wir das andere Gleis. Ich stelle mich mal hinten rauf und werde dir die Weiche umlegen. Cool. Muss ich ja gar nichts machen. Ich kann nur dastehen. Ja, wenn wir dann rauffahren, dann könnte ja theoretisch einer der Heizer sein. So nach dem Motto, ja, jetzt mit dem Holz wenig, dann kann da eine nachlegen. Wenn der andere fährt. Jo. So, die Weiche, die passt schon mal. Ja, anhalten. Und ganz schnell wieder retour. Wie viele Episoden hast du auf YouTube geschaut? Also ich frage jetzt wegen der Streckenkunde. Oh, nur den Anfang irgendwie. Okay. Also kannst auch, ne? Fahr du gerne. Nö, ich bin gerne mal hinten. Da kann jemand anders mal die Strecke ein bisschen erleben. Ja, 100 Meter noch. Ah, kannst schon ein bisschen Gummi geben. 50. Ja. 10. 5. Ist gut. Und kannst schon wieder weitergehen. Zehn, fünf, ist gut. Gut, kannst du wieder rausfahren. Mensch, das läuft ja wie geschmiert. Also allein wäre ich nicht so schnell. Ja, da ist man doch ganz schön am Laufen immer, ne? Wobei, ich habe mir jetzt schon den Trick gemacht beim Entladen zumindestens. Da gehe ich in die First Person mit der Lok und lasse das Gas ein bisschen laufen, damit sie von allein fährt. Und behelfe mir dann so. Das ist aber ziemlich gefährlich, weil sie kann dann zu schnell werden.
Und dann verliert man Sachen. Und dann fährt sie dir weg. Ja, Runaway Train habe ich Gott sei Dank noch nicht gehabt, aber beim Entladen war es dann einfach zu schnell. Reicht? Jo. Hat schon wieder nach hinten. Aber dafür sind wir schon sehr oft Wagen einfach mal abgehauen, weil die Bremse nicht drin war. Das ist mir vom Holzfällerlager oben einmal beim ersten Layout passiert. Da ich dann auch irgendwie was rumgedoktert oder wie auch immer und guckte dann irgendwann und dachte, ey, waren noch die Wagen irgendwie da? Das ist bei da oben auch passiert. Ich habe sie abgestellt, wollte dann umrangieren, dann gehe ich wieder hin, da stehen keine Wagen mehr da. Dann dachte ich, oh scheiße, das sind jetzt vermutlich die Strecke runter. 20, 10, 5 ist gut, brems. War mal langsam los, ich weiß jetzt nicht, ob er den jetzt kriegt hat. Was? Er sieht falsch aus, aber Holz nachschmeißen. Ja, doch, rankriegt. Cool. Dann kannst erstmal eine ganze Weile auf der Strecke fahren. Sie müsst ja. Ja, wir müssen eigentlich keine Weichen umlegen, weil ich komme ja gerade von oben. Kannst eigentlich erstmal fahren. Ich komme mal zu dir. Was muss man bei der hier mit der Lichtmaschine, Kompressor, muss man da irgendwas machen? Oder fährst du die im Endeffekt genauso wie die kleine dann? Lichtmaschine macht bei der gar nichts, der Kompressor aber schon. Sollte es eigentlich eine Anzeige haben wegen Luftdruck von der Bremse. Der sollte irgendwo bei 100 sein, der sollte nicht abfallen, weil sonst hast du keine Bremse mehr. Sprich, wenn er zu weit runter geht, drehst du den Kompressor rauf und dann tut er das wieder füllen. Okay. Überrascht, wie flüssig das läuft. Ja. Ich frage mich, ob man nicht gerade eine Lok mit drauf nehmen. Vielleicht die Lok Nummer 3. Und die dann oben stehen lassen, als Rangierlook. Ui, mitten auf der Fahrt kehrt der letzte Wagen um. Nein, ich hoffe es mal nicht. Aber das ist jetzt sehr vom Fahrer abhängig. 3, 4, 4, nee. Machte mich schon nervös. Ja, doch. Wir werden die Lok Nummer 3 mit hochnehmen. Die werden wir dann hinten anhängen. Der muss dann nur Bescheid sagen, ne? Ja, du kannst jetzt mal beim Sägewerk auf erstmal reinfahren und parallel zur Lok hinfahren. Dann hole ich mir die Lok Nummer 3 und fahre dann hinten ran. Der erste außer mir, der auf den umgebauten Gleisen fährt. Welche Ehre. So, jetzt kannst du mal so weit fahren, bis dann hier die Weichen frei sind. Dass ich mit der Lok da hinten reinfahren hinten kann. Ran kann.
Look mit einem Schreibfehler. Okay. Müsste reichen, also, ne? Jo. Also die Lok beispielsweise, bei der funktioniert die Lichtmaschine. Okay. Aber das ist einfach nur so ein optischer Effekt. Ein bisschen Holz nachschmeißen. Okay, dann... einmal die... Weichi. Und die Kupplung muss vorbereiten. Sehr gut. Das hat jetzt einen kleinen Nebeneffekt, wenn die Lok hier hinten drin ist. Die ist unglaublich schwer, das wirst du dann beim Fahren gleich merken. Ja, okay. Die bremst das richtig ab. Gewicht. Also, Gefühls- und Verhältnis, als würde es hinten nochmal 8 Wagen ranhängen. Wenn die abgeschleppt wird. Okay. Und für den Fall, dass wir es doch nicht schaffen, kann ich hier hinten ein bisschen anschubsen. Ja. Passt das jetzt? Ne, ein bisschen noch. Okay. Kleiner Tipp. Solltest du mal eine Lok abschleppen wollen, musst du die Bremse manuell lösen. Weil sobald du ja rausgehst, ist die Bremse ja angezogen. Ah, okay. First Person, die Bremse lösen und dann rollt sie frei mit. So, okay. Das habe ich jetzt hinten gemacht. Dann fahren wir los. Schauen wir, ob sie mitfährt. Ja, sieht gut aus. Dann bleibe ich mal hinten. Für den Fall der Fälle. Aber dürftest du jetzt schon merken, dass er ein bisschen mehr Dampf braucht zum Wegfahren. Mhm. Wenn du dann Holz brauchst, sag's mal Bescheid, dann komme ich nach vorne und leg's für dich rein. Dann musst du nicht anhalten. Ja, ich habe jetzt noch gute 50. Sollten ein paar Meter mitkommen. Oh, ist das cool, da mal hinten drauf zu sein. Fahr aber nicht zu schnell. Die hintere Lok ist nicht so für hohe Geschwindigkeiten ausgelegt. Denn so? Ja, ja, alles gut. Das wird noch ein riesen Eck da oben im Bahnhof zu bauen. Ich freue mich und freue mich nicht drauf. Naja. Also da vorne solltest du dann nach rechts fahren, aber eben die Weichen sollten alle richtig gestellt sein. Jo, geht nach rechts. Oh, ich meine gerade einfach mal die Umgebung genießen. Ja, das kann ich endlich mal machen.
Also es kommt mir jetzt nur vielleicht so vor, aber vielleicht ist es jetzt ein bisschen flüssiger, als wenn ich allein gespielt habe. Keine Ahnung. Okay. Ah, da ist Gefälle, da wäre es bremsen müssen. Ja, das passt. Die Verzögerung ist halt nur ein bisschen komisch bei den, wenn ich jetzt hier fahre, dass sie halt die Regler, die ziehen nach. Oh, das macht er bei mir aber auch, wenn ich allein spiele teilweise. Dann klickst du auf die Position, wo er hingehen soll, und dann braucht er wie so eine halbe Sekunde, bis der Regler dann da erscheint. Das hatte ich jetzt beim Alleinspielen, hatte ich jetzt so irgendwie das noch nicht in. Ist auch mal schön, hier so eine unbekannte Strecke zu fahren. Schon, ne? Da vorne soll es dann eigentlich durchgehen, nach oben gehen. Da nach der Kurve, wo du jetzt gerade bist, da geht es jetzt richtig steil nach oben. Okay. Aber das wirst du merken. Schon ganz schön am Kämpfen. Oh, mal schauen, ob ich habe noch 14 Fuel. Okay, ich komme. Ui, da schnauft sie. Ob das so geht. Ja, ja. Na? Ich glaube, du musst gleich schieben. Okay. Ja. Ich hau mal die Bremse rein. Ja, die musst du aber dann gleich wieder lösen. Ja, ja, klar. So. Sonst würden wir, glaube ich, erstmal rückwärts rollen. Oh no, shit. Sie ist kalt. Ich muss sie erst wieder warm machen. Ja, wobei, vielleicht reicht's, dass ich dir einen Schubser gebe. Ich gebe mal ein bisschen Druck. Löse mal die Bremse. Warte. Jupp. Okay, und jetzt langsam drücken. Ja, wir kommen in Bewegung. Sehr geil. Na gut, dass wir zu zweit sind. Ja. Du kannst mal wieder mit Gas geben. Ich bin auf Vollgas. Oh, okay. Krass. Oh, Rui, das ist gemein. Er meint so heimlich die Lokomotive hineinheizen und nach unten ziehen. Hast du nur wieder böse Gedanken? Garstig. Ah, ich hab jetzt schon mal langsam, aber doch schneller. Also mir geht jetzt gleich der Dampf aus. Hier jetzt oder der Lokomotive? Nee, der Lokomotive. So. Ja, ich glaube jetzt. Jetzt machen wir schon wieder langsamer. Gibst du auch Gas?
bin Regler voll. Ich schreck mich ein bisschen. Jetzt geht's links, ne? Ja, genau. Da soll's jetzt eigentlich besser gehen. Aber bei, ja, bleib doch mal stehen, komm, weil ich möchte aus der Ansicht raus. Aber sobald ich das mache, dann klatsche ich hier voll die Bremse rein. Soll ich bremsen? Ja, aber langsam. Wenn du dann mal mit 12 Wagen und mehr fahrst, dann musst du schauen, dass du die Bremsen nicht auf sofort 100% machst, sonst schmeißen, also gehen die Wagen raus. Zumindest bei mir, das ist ja öfter passiert. Okay, kannst los. Bremsen sind gelöst, ich bin wieder unterwegs. Von Hand schieben. Ui, nee, das geht nicht. Nee, nee. Könnt mal allerhöchstens die Draisine nehmen und die mal ein bisschen anschubsen. Das funktioniert in dem Fall beim Rangieren. Wenn du zum Beispiel den Gleis bist, dann kannst du mit der Draisine auf die Wagen hinten rangehen und die ein bisschen anschieben. Was? Ah ja, oh ja, ich seh's. Schön langsam. Oi. Das sah gefährlich aus. Ja, jetzt geht's wieder rückwärts. Ja, er hat gerade irgendwie... Will er nicht mehr vorwärts. Boah, schon wieder zu steil. Okay, warte mal. Ja, aber kann eigentlich jetzt... nicht sein. So steil sieht es jetzt gerade gar nicht aus, oder? Ja, wie gesagt, die Lok da hinten ist echt schwer. Nee, wenn ich von der Bremse gehe, geht er sofort wieder rückwärts. Ich drück mal ein bisschen. Jo, geh von der Bremse. Wir dürfen jetzt bloß wahrscheinlich zu schnell werden, ne? Naja, die Lok da hinten ist aus, unglaublich. Ne? Sieht das bei dir auch so fies aus? Bei, bei mir flippt die Lok grad aus. Nee, bei mir ist ganz normal. So aus, als wenn ich gleich wegfliege, weißt du? Zittert total. Naja, also von mir fährst du wirklich ganz normal. Okay. Ich würde das einfach mal ignorieren bei mir hier, ja? Ja, da kannst du ansonsten mal stehen bleiben, aus der Lok mal rausgehen und wieder rein. Ich gehe mal hinten vom Gas, dann kannst du anhalten. Mhm. Okay, ich Druck ist da. Handventil. Ach, das ist die Lichtmaschine. Fährst du schon wieder? Nee, ich wollte eigentlich gerade noch ein bisschen Dings nachschmeißen, doch hat er jetzt genommen. Okay. So, ich probiere. Ja, Rui, gute Nacht, ne? Ja, gute Nacht. Wenn du Saft von hinten brauchst, dann nur sagen. Ja, ich versuch's mal alleine. Ja, wir bewegen uns. So, mit... Ne, wieder hängen geblieben. Okay. Dann drücke ich mal wieder. Ja, die ist nicht so, dass... Die ist zwar super schön, die Lok, aber ich glaube, die ist nicht so, dass das Arbeitstier, ne? Ja, die... rein, also von der Leistung her hat sie genauso viel Leistung wie die kleine Porter.
Dann kann ich ja noch was geben. Also die Bergstrecke sehen noch halbwegs human, weil da sind jetzt so krasse Steigungen drin. Da ist die zu der Eisenerzmine noch viel schlimmer mit 7% teilweise. Oha. Wie geht's deinem Holz? Muss ich wieder nachlegen oder hast du noch? Ich habe nur 50 jetzt. Okay. Sehr gut. Und nicht einmal entgleist. Ja, wie gesagt, bei mir zickt er halt eben auch einmal kurz durch. Es scheint irgendwie an einem Punkt der Strecke irgendwie, und der wandert dann quasi einmal durch den Zug so durch und dann ist wieder gut. Gibt's das nächste Mal ein bisschen. Ganz komisch. Shit. Ah, wiederum. Ich bin gerade kurz vom Zug runtergefallen. Ah, okay. Also bin ich schon wieder oben. Ja, alles gut. Muss nicht anhalten. Ich mache nur Dinge, die man während einer Zugfahrt eigentlich nicht machen sollte. Ich glaube, ich werde mal hinten die Lok wieder... Lass mich rein. Ah, super. Hinten wieder einheizen. Schön vor der Fälle. Oh, shit. Nein. Ah, scheiße. Alles gut? Nein. Ich versuche gerade auf die Lok wieder rauf zu gucken. Soll ich langsamer? Ja, bitte. Ich komme gerade nicht mehr rauf. Okay, bin drauf. Kannst wieder fahren. Danke dir. So, ich war gerade so gut in Schwung, ey. Ja, tut mir leid. Ich hab Blödsinn gemacht. Also, spätestens kurz. Wenn du Lust, ja? Wenn du Lust hast, kannst du nochmal gleich nach vorne kommen, mal ein bisschen Holz nachschmeißen. Jo, mach ich. Ich habe jetzt gerade mal die 20 unterschritten. So, soll das wieder voll sein? Danke dir. Bitte. Sehr grenzwertig von der Leistung her. Aber es ist ja gut, dass wir die zweite mit dabei haben. Ja, in dem Fall schon.
Wobei, vermutlich hätte es die Eureka geschafft, wenn die Lok hinten nicht dran wäre. Weil die Infos extrem viel gemischt hat. Das ist auch eine ganz schöne Strecke, die wir hier fahren, ne? Ja, ist die längste. Krass. Also, als Bergstrecke zumindest die längste. Warten, wenn man dann noch längere machen, wenn man dann so Raffinerie und so muss. Ja, dafür hat man ein bisschen Fahrspaß. Und manche haben da vorne, also gerade in die Richtung, wo wir jetzt hinfahren, sind da über den Berg drüber und auf der anderen Seite bei, was ist da? Kann ich nicht auf die Karte gucken. Ja, bei dem Eisenwerk etc. wieder runterzukommen. Ja, Tunnel fehlen noch, ne? Dass man Tunnel bauen kann. Naja, aber wenn sie das einführen, dann müssen die irgendwie richtig teuer sein, weil sonst wird es einfach zu bauen. Naja, das stimmt schon. Oder so auf eine bestimmte Länge begrenzen oder so. Mhm. Ah, da geht es immer ein bisschen nach unten, da musst du aufpassen mit der Geschwindigkeit. Und da geht's wieder nach oben. Mensch, da zahlt sich das mal aus, dass ich saubere Kurven mache. Wobei, da hat jetzt noch ein, zwei Stellen, die ich noch schön machen muss. Aber overall, was man auf den ersten Durchlauf gut hinkriegt. Ja. Bisher finde ich die total schick. Na komm Lok, du schaffst es. Letztes Drittel noch. So, da vorne kommt jetzt gleich die engste Kurve. Die war beschissen zum Bauen. Die habe ich händisch machen müssen. Ich glaube, das sind knapp 30 Grad, was ich hier machen musste. Oh, da haben die Wagen kurz gezittert. Na, ich bin einmal ein bisschen vom Gas gegangen. Da hinten ist alles gut. Jetzt, da vorne kommt auch meine recht scharfe Kurve. Und dann ist wieder halbwegs normal. Nein, scheiße. Was ist los? Vom letzten Part habe ich die Aufnahme. Na. War alles gut, fahr nur. Aber vom letzten Part habe ich die Aufnahme nicht gestartet gehabt. Ah, so ein Shit. Warte mal, von Switch dann die Version runterladen, aber das dann halt nicht in 4K. Das ist doof. Ah, so ein Shit.
hier tut sich was. Jo, da vorne sollte es vielleicht kurz anhalten. Wir wollen da auf vor dem Weichen? Ja. Weil das da uns, glaube ich, wird sich rausschmeißen. Ja, dann fahren wir hier rein. Da wollte ich jetzt dann vor allem wissen, wie der Abstand hier so ist. Und da vorne muss dann anhalten. Da hört es dann auf. Das ist hier noch Baustelle. Mhm. Kommt wieder nicht hin. Ist am Kämpfen hier, ey. Schau mal, dass du dann hier recht langsam fährst, weil ich weiß eben nicht, ob das Gleis hier zu nah dran ist. Ja, das sieht sehr gut aus. Und die Wagen selber. Ha! Das ist sehr, sehr gut. Dann, ich schau mal da oben aus. Bleibt mal so stehen, dass der Wagen hier drunter ist. Also bei denen. Der erste? Ja. Ja, ist gut. Nur mal kurz schauen, wie das aussieht. Ich meine, da wird jetzt nichts rauskommen, aber trotzdem. Sieht jedenfalls so aus, als wenn da was rauskommt. Das sieht richtig aus. Okay, dann haben wir es richtig verlegt. Jetzt hast du aber die ganzen Schuhe dreckig. Okay, ja, dann kannst du bis ganz nach vorne vorziehen. Und dann bleibt der Zug hier erstmal stehen. Und dann heißt es hier ausbauen. Inklusive Depot. Ich denke, das passt so. Ich glaube, da muss ich dann eh weiterbauen. Ah, wie schauen wir hier hinten aus? Oh, hier ist ein bisschen ein größerer Abstand. Das sollte aber noch passen zum Entladen. Entschuldigung. Gesundheit. Ja, also mir gerade der Mute-Button währenddessen gerade wieder rausgesprungen. ja, cool. Aber dann würde ich sagen, erstmal speichern. Sehr schön. Kurze Sicherheit. Dann ist erstmal gut für heute. Jetzt bin ich 5 Stunden am Stream. Und das nächste Mal geht es dann hier weiter, wenn ich das hier ausbauen werde. Und dann gibt es noch einige Frachtfahrten hier nach oben. Also wenn du mal demnächst mal Zeit hast, gibt es ein paar Fahrten zu machen. Aber cool, dass du da gewesen bist. Sag uns einfach Bescheid, schreibst oder wie auch immer und dann so. Mach ich. Wenn ich Zeit habe, von mir aus sehr gerne. Coole Sache. Ja, das war jetzt mal ein cooles Erlebnis, cool. Da mal raufzufahren. Ja. Und auch mal von hinten dazu helfen. Genau, und jetzt hast du die Lok auch hier oben, das wolltest du ja auch. Ja, genau. Also die wird dann hier die Gütezüge dann hin und her verschieben. So der Plan. Ja. Wenn wir dann sehen, ob sich das berechnen wird. Ja. Na cool. Also liebe Leute, damit wünsche ich euch allen eine gute Nacht. Cool. Für euch gibt es den Endscreen mit ein bisschen Musik. Und dann bis zum nächsten Mal.